Den heutigen Part Zelda Breath of the Wild starten wir mit dem Schade-Ader-Schrein. Die verborgene rote Wand. Das klingt echt richtig krass. Und es sieht auch gar nicht mal so verkehrt aus. Na dann, schauen wir doch mal, was wir hier zu tun haben. Da unten liegt eine Kugel auf dem Präsentierteller. Und die muss da rein. Das heißt, wir müssen erstmal die ganzen Hindernisse entfernen, wie beispielsweise diesen Cube. Und ich glaube, den Cube, den brauche ich, um an die Truhe dort hinten ranzukommen. Also werde ich mit dem Cube einfach mal einen Spaziergang machen, wie mit einem Hund. Allerdings sehe ich kaum was, das ist schlecht. Ja, so ist besser. Aber Moment, ich habe einen Denkfehler. Einen ziemlich großen sogar. Denn man kann ja, wie mir gerade einfällt, dummerweise, nicht auf diese Kisten da draufsteigen. Das heißt, ich brauche das Ding gar nicht. Epic Fail. Egal, ich hätte aber sowieso hierher kommen müssen, da wir ansonsten nicht an diese Truhe hier rankommen. Den Magneten brauchen wir nämlich dazu. Und der funktioniert ja bekanntlich nur in unmittelbarer Nähe. Das habe ich jetzt auf die Entfernung nicht gesehen, dass es eine metallische Truhe war. Ich weiß ihr bestimmt, auf jeden Fall, aber... Was soll's? Ehrlich gesagt frage ich mich, wo das Problem liegt. Ich sehe keine verborgene rote Wand und... Ja, ich wüsste jetzt auch nicht, was die Schwierigkeit hier in dem Schrein ist. Ich nehme die Kugel, lauf hinter und... Schmeißt sie da rein, wo sie hingehört. Aber vielleicht kommen dann noch weitere Räume auf mich zu. Ich weiß es nicht. Oder es gibt ein Zeitlimit, von dem ich jetzt nichts ahne. Wir werden es gleich sehen. Ich dachte schon, das Ding bleibt jetzt da liegen. Zum Glück nicht. Nö, also... Ach so, doch! Ah ja. That's the problem. Diese Säule bleibt aktiviert. Aber auch dafür habe ich eine Lösung, und zwar eine, die ich so in der Art schon mal angewandt habe. Ich glaube zwar nicht, dass es die gewollte Lösung ist, aber es müsste funktionieren. Und zwar werde ich wieder diesen Cube benutzen. Moment mal, warum ist eigentlich da an der Stelle ein Loch? Ach so, weil man das theoretisch auch von hier reinschmeißen könnte, aber das bringt ja nichts. Ich weiß, ich werde diesen Schrein jetzt schon wieder cheaten. Weil, wie gesagt, eigentlich sollte man die Kugel hier wahrscheinlich ablegen und dann lässt der Wind die zum Ziel. Man braucht allerdings da an der Stelle ein bisschen Glück, dass er nicht runterfällt. Aber es geht eben... Ist das die rote Wand? Was? Hä? Das kann man ausziehen. Ach so! Ah ja! Das Ding hier soll normalerweise hierhin. Jetzt verstehe ich das komplett. Ja. Das Teil soll hierhin und die Kugel abblocken, damit sie nicht runterfällt, sondern safe da runterrollt. Aber, ja, liebes Nintendo-Team, ihr wisst schon, dass man das auch einfach so machen kann, oder? Also, das ist euch schon bewusst gewesen, als ihr den Schrein kreiert habt, oder? Nein? Ups. Na, dann habe ich euch hiermit eine alternative und einfachere Lösung gezeigt. Alle Truhen haben wir. Und jetzt hole ich mir mein ercheatetes Zeichen der Bewährung. Nein, ist natürlich nicht. Es ist auch eine Lösung, eine bessere Lösung und ja. Eine klügere, wie ich finde. Allerdings frage ich mich schon, ob den Nintendo Devs sowas überhaupt auffällt. Oder ob die sich auch irgendwann mal Videos anschauen und sich dann so denken, oh shit, da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Fail. Na, zum Glück hat es Kimishima nicht gemerkt. beziehungsweise in dem Fall Aonuma, aber ich meinte halt, Kimishima ist ja der Boss von allem, deswegen
falls er dann entlassen werden sollte. Ach, egal. Hier bei der Hütte gibt's noch einen weiteren Krog. Ich bin mir fast sicher, dass das dieser Eisblock dort oben ist. Nachdem ich das überprüft habe, schaue ich auf jeden Fall mal da bei der Hütte vorbei. Ich weiß nämlich nicht, wem die gehört. Ist auch ein, ja, sehr sonderbarer Platz für ein Haus. Also ich würde woanders bauen. Aber okay, hat ja jeder seine eigenen Vorstellungen. Schauen wir erstmal, was wir da finden. Wenn wir überhaupt was finden. Weil dadurch, dass da noch mehr Eisblöcke sind, habe ich ehrlich gesagt kein großartig gutes Gefühl. Ah, man sieht es ja sogar schon. Da ist ein Gegner drin. Der kann gern gefroren bleiben. Ja gut. Dann schauen wir mal bei der Hütte. Aber die Krogmaske hat sowieso schon aufgehört, irgendwas von sich zu geben. Es muss also hier bei der Hütte in der Nähe sein. Auf einem Baum? In einer Kiste? Auf dem Dach? In dem Haus? Komm, schau mal erstmal rein. Oha! Hallöchen! Was machst du denn hier? Ja! Ah! Was suchst du hier in den Bergen? Ach, sag bloß! Du musst extra hergekommen sein, um mich, den ehemaligen Schildschlitterprofi, zu treffen, oder? Ja, na klar. Ah! Wusste ich's doch. Aber ich hab mich aus dem Sport zurückgezogen. Es ist mittlerweile so lange her, dass sie mich die Königin der Hügel genannt haben. Aber wenn dich das nicht stört, kann ich mir ja mal ansehen, ob ich dir noch den ein oder anderen Tipp geben kann. Jo, tu das. So viel Einsatz. Das erinnert mich an mich selbst. Vor lange, langer Zeit. Aber ich bin ein ehemaliger Profi, also weißt du sicher, dass ich das nicht umsonst tun kann? Denn irgendwie muss man ja auch nach der Karriere noch sein Geld verdienen. Also neben ungekennzeichneten Product Placements und so, weißt du? So auf Instagram so. Oder auf Twitter wie Jerome Boateng mit McDonald's. Aber ist ein anderes Thema. Stimmt. Nimm einfach die 20 Rubine und gut ist. Glückwunsch! Du hast gerade deine erste Hürde als Athlet genommen. In die eigene Zukunft investieren, das ist richtig. Ja, dann gehen wir am besten gleich mal zum Parcours. Folge mir! Ich wollte eigentlich noch mein Fotoapparat rausholen, weil ich glaube, da oben habe ich ein Schild gesehen, was wir noch nie fotografiert haben. Aber okay, mache ich das halt danach. Gut, brauchst du eine kleine Einführung ins Schlittern? Nee, das nicht. Oh, ja, dann kennst du dich ja schon gut aus. Ausgezeichnet. Weniger Arbeit für mich. Und trotzdem die gleiche Bezahlung. Ich könnte YouTuber werden. Fangen wir erstmal mit einem ganz einfachen Parcours an, damit ich deine Technik besser beurteilen kann. Von hier aus immer den Berg runter liegt eine große Brücke. Da stellst du für den Anfang einmal hin. Wirklich einfach, ne? Der ideale Parcours, um an deiner Technik zu feilen. Wenn dein Schlittern meinen Anforderungen gerecht wird, können wir zum nächsten Parcours übergehen. Oh. Gut, dann zeig mir doch mal, was du drauf hast. Kannst losgehen? Dann mach dich bereit zum Start. Moment, habe ich überhaupt ein Schild ausgerüstet? Tatsächlich nicht. Ich dummer Idiot. Das wird auf jeden Fall eine Bestzeit. Trollololol. Aber ist ja eh noch zum Testen, oder? By the way, ich weiß nicht mal, wo ich hin soll. Sie hat es mir zwar gezeigt, aber der Schneesturm nimmt mir leider komplett die Sicht. Zu einer großen Brücke. Naja, vielleicht führen alle Wege irgendwie nach dort. Oh, da ist noch ein Schrein. Und ich habe mir hier einen Krog markiert, lel. Ja, an dem sind wir vorbeigelaufen in der letzten Folge. Und ich glaube, ich bin hier völlig falsch, kann das sein? Sieht man die Brücke irgendwie? Kann es sein, dass das die Brücke ist? Mifas Gebet ist bereit, wenn du es brauchst. Kann ich die trotzdem noch erreichen? Yay! Ende. Und Schluss, komm wieder rauf, dann reden wir darüber, wie das gelaufen ist. Ich glaube, sie wird nicht begeistert sein.
nichts gesehen, Mann. Deine Zeit war 0 Minuten, 56 Sekunden und 76 Hundertstel. Ja, ziemlicher Durchschnitt. Ich weiß nicht recht, ob du bereit für die nächste Herausforderung bist. Also warum überlasse ich die Entscheidung nicht einfach dir? Ja, komm, mach einfach. Gut, anstatt dich einer Prüfung zu unterziehen, werde ich deine Motivation einfach mit einer kurzen Frage testen. Was bedeutet dir Schildschlittern? Eigentlich keine Ahnung, aber es ist das Leben. Das Leben also? Wenn das Leben nur aus Schlittern, Stürzen und Zusammenstößen besteht, das ist kein Leben für jedermann, glaub mir. Mit dieser Einstellung kann ich dich nicht an den nächsten Parcours lassen. Versuch dich noch einmal an diesem. Haha, echt? Boah, die hat mich verarscht. Wie heftig, die hat mich verarscht, die Alte. Übelst dreist. Aber na gut, dann kann ich es ja jetzt besser machen. Der Start war zwar auch nicht perfekt, aber besser als der andere. Ja, mein Gott, ich bin halt kein Profi. Eher ein Dulli. Das wisst ihr doch. Ich weiß auch nicht, was ihr alle hier macht. Warum guckt ihr euch das an? Das fragen sich wahrscheinlich jetzt gerade so 50.000. Wirklich. Aber hey, diese Route hier ist deutlich attraktiver. Weniger Hindernisse, man kommt schneller runter. Was zuckt denn der Exalfos so? Friert der oder was ist sein Problem? Opfer. So, aber das ist jetzt echt nicht schlecht, oder? Komm, 47, das ist schon Lob wert. Meinst du nicht? Oh? Ja, das war trotzdem nur Durchschnitt, weißt du? Ich bin nicht sicher, ob du bereit bist. Will die Alte mich verarschen? Ich habe mich um circa 10 Sekunden verbessert und sie labert mich zu mit Durchschnitt? So, dann antworte ich diesmal mit keine Ahnung. Hoffe, sie akzeptiert das. Was? Ernsthaft? Du hast keine Ahnung? Aber ich weiß, was du meinst. Schlittschlittern und seine Faszination kann man einfach nicht in Worte fassen. Daher kommt unsere Leidenschaft. Ich hätte niemals gedacht, dass du, ein Schüler, mich, die Meisterin, noch etwas lehren könntest. Du bist definitiv bereit für den nächsten Parcours. Du hast bestanden. Versuch dich nun am fortgeschrittenen Parcours. Sie verarscht einen also tatsächlich. Krass. Aber von nun an werde ich hohe Erwartungen an dich haben, also versuche, ihnen gerecht zu werden. Ja, willst du es nochmal probieren, ne? Ja, schon. Der fortgeschrittenen Parcours. Der ist zwar länger, aber auch interessanter. Und wenn du eine gute Zeit schaffst, gebe ich dir einen Schild als Belohnung. Du kannst natürlich jederzeit zum Anfängerparcours zurückwechseln. Und ich muss übrigens nochmal 20 Rubine einfordern. Ich brauche was von Amazon und ja. Ich hoffe, du verstehst das. Klar. Wenn du auf einem langen Parcours die Orientierung verlierst, ist das gar nicht gut. Behalte daher immer die Position des Ziels im Hinterkopf, okay? Zuerst solltest du in gerader Linie unter der Brücke hindurchschlittern, die das Ziel beim Anfängerparcours war. Wenn du das geschafft hast, legst du eine großzügige Kurve ein und schlitterst längere Zeit geradeaus. Ganz einfach. Das Ziel des fortgeschrittenen Parcours wird durch zwei große Flaggen markiert. Halt einfach drauf zu. Solltest du dich zu weit entfernen, dann, ja, ich grab dich dann schon. Alter, was zum Teufel? Das dauert nicht nur ewig lange, sondern es ist wahrscheinlich auch verdammt schwierig, weil sie hat mir ja quasi überhaupt nichts gezeigt. Diese vagen Beschreibungen von wegen, ja, großzügige Kurve und dann geradeaus. Wann genau? Direkt, nachdem man die Brücke erreicht hat? Oder was? Ich sehe jetzt schon das Chaos. So auch hier abzukürzen. Ich weiß nicht, ob das eine blöde Idee ist. Ja, geht so. Ich schlitter einfach mal weiter und jetzt, wenn ich die Brücke passiere, schlag ich nach links ein. Also sie sagte ja relativ direkt danach. Also hier, oder? Oder? Und jetzt geradeaus. Zwei Flaggen markieren das Ziel. Alles klar. Ich sehe nichts, aber egal. Geradeaus. Was heißt das? Hier ist ein Bergmann. Ich hab doch keine Ahnung. Wo sind denn diese Flaggen? Da vorne, ich sehe sie.
Wir waren eigentlich gar nicht so falsch. Klar, man hätte das Ganze jetzt noch besser fahren können und besser abkürzen können, aber wenn du ja nicht weißt, wo das Ziel ist, dann... Es ist ein bisschen schwierig, war echt zu... Ich bin froh, dass wir überhaupt das Ziel erreichen und das jetzt nicht wieder ein Leerlauf war. Hier ist sogar eine richtig coole Quelle. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ja klar, man wird noch angegriffen hier. Ja. Frechheit. Und Schluss, komm wieder rauf, dann reden wir drüber. Nein, warte, ich will das doch hier erkunden, das sah voll cool aus. So richtig schön. Mit diesem hellblauen Wasser und... Oh. Deine Zeit war 1 Minute, 37 Sekunden und 35 Hundertstel. Du hast meinen Rekord unterboten. Really? Beim Anfängerkurs hat sie mich beleidigt und beim fortgeschrittenen Kurs schlage ich ihre Zeit? Das belegt mal wieder, dass ich mit einfachen Aufgaben einfach nicht klarkomme. Was zur Hölle? Es gibt nun nichts mehr, was ich dich lehren könnte. Stecke deine Ziele auch weiterhin so hoch und mach mich stolz. Hier ist eine Belohnung für deine großartige Zeit. Nimm nur. Ja, danke schön. Ach, du willst mir nochmal zeigen, wie krass du bist? Nee, also irgendwann ist Schluss. Das reicht für heute, du hast recht. Profi wird man beim Schlittschlittern nicht auf einen Schlag. Wir sollten zur Hütte zurückkehren und uns etwas aufwärmen, bevor du wieder losziehst. Okay. Dann machen wir das. Und ich glaube, ich werde meine Erkundung sogar in diese Richtung fortsetzen. Dann mal bis bald, ja? Ich freue mich schon drauf, deine Fortschritte beim nächsten Mal zu sehen. Das Spiel musste gerade ganz schön lange laden. Was wohl in der Zwischenzeit geschehen ist, Link? Naja, das bleibt ein Geheimnis. Soll es auch bleiben. Aber ich schaue mich hier mal um, weil dieser Schild hier, tatsächlich, den habe ich noch nie gesehen. Hasenschild, der ist mir schon beim Gespräch aufgefallen. Was haben wir hier noch? Holzschild, Datenschild. Kann man sich die eigentlich auch alle nehmen? Oh, was? Ich habe noch keinen vom Reiseschild. Lächerlich. Ich weiß nicht, ob man sich die nehmen kann. Nee, ist nur Deko. Geht nicht. Frechheit. Warte, ich versuche noch alles. Aber nicht mal die Metalle nehmen? Oh doch, den schon. Oh. Hey, was machst du? Aufhören! Ups. Wirft sie mich jetzt raus? Nee, aber sie war natürlich nicht sehr erfreut. Und ich bin nicht erfreut, dass ich diesen Krog noch nicht gefunden habe. Also wenn er nicht innen ist, dann muss er ja wohl außen irgendwo zu finden sein. Vielleicht doch auf dem Dach. Du bist kurios, Mann. Oh. Ja. Hier. Feenstaub. Obwohl ich, bevor ich den Part begonnen hatte, nachgeguckt habe, welche Crocs wir verpasst haben, habe ich den irgendwie nicht gesehen. Dafür aber hier einen und den, den wir vorhin beim Schildschlittern schon gesehen haben. Ich schlage aber vor, wir schnappen uns erstmal den da und... Ja, gehen dann doch erstmal zum Blizzardtal, weil da haben wir ja auch noch eine Nebenquest zu erfüllen. Wir werden also doch nicht in die Richtung aufbrechen, die wir gerade mehr oder weniger bereist haben. Aber das ist dann im nächsten oder übernächsten Part dran, ganz klar. So, dala. Jetzt fliegen wir am besten gleich mal dahin. Der Krog befindet sich nämlich sowieso. Ja, wie soll ich sagen? An der Klippe. Wir sind da ja im letzten Part am Rand rumgelaufen. Und hier an der Stelle gibt es einen einzelnen Baum. Der nicht unrelevant ist. Wenn ich mit dem Krog gegrabt habe, dann werde ich auch zu Rubelo gehen und mir endlich den fehlenden Beinschutz für diese Wächterrüstung kaufen. Ich habe nämlich auch ein paar Reaktorkerne gefarmt und das sollte jetzt reichen. Das machen wir jetzt auch. Na also, geht doch. So.
dann haben wir die antike Rüstung jetzt komplett. Muss nur noch aufgerüstet werden. Aber mit den Upgrades sind wir ja sowieso noch lange nicht fertig. Kann sein, dass ich ans Ende des Parts wieder ein paar Feen-Upgrades dranhänge, weil wir müssen uns ja auch ein neues Herz holen. Aber jetzt geht erstmal wieder zurück nach Hebra. Wir wollen, wie gesagt, weitermachen und ich glaube, ja, wir fliegen einfach vom Hebra-Gipfel ins Blizzard-Tal runter. Irgendwo dort befindet sich ein Glassirock. Den sollen wir killen. Da haben wir schon vor längerer Zeit eine Quest angenommen. Und hier muss ich mal wieder fliegen, ne? Ja. Shit. Bisschen unnötig, aber es war halt der beste Spot, um das Ziel zu erreichen. Ist ja nicht weiter schlimm. Nee, Moment mal, verwechsel ich da gerade was? Das war wohl doch was anderes. Oder es gibt gleich zwei Sidequests, die wir auf einen Schlag lösen können, weil es gab ja auch mal eine Quest mit diesem Baum. Genau, der einsame Baum. Die einsame Zeder in den Hebra-Bergen. Und der Glassirock im Blizzardtal. Tatsächlich, wir können gleich zwei Quests auf einmal abschließen. Ja, das ist ja noch besser. Geilo. Ich guck kurz auf die Karte. Das hier sieht sonderbar aus. Da wird er sein, aber wir gehen jetzt erstmal zu der Zeder. Ja, so. Ja, dann schauen wir mal. Dann kann ich aber das Licht auch. Obwohl. Da ist ein Luftstrom. Der würde einen wieder raufbringen. Kann man den Glassirock schon sehen? Ach, der ist vermutlich da unten. Genau da. In dem Loch. Alter, was ein krasses Areal. Ist kein Grog hier? Verdammt. Weiter unten vielleicht. Aha. Sieht auch schon besser aus. Wenn ich jetzt schon mal hier bin, dann glaube ich, besiege ich doch als erstes den Glassirock. Ist ja auch wurscht. Ich dachte, ich müsste dann wieder so ekelhaft hoch. Oh fuck. Hochfliegen. Aber. Alles gut. Es gibt hier genügend Luftströme, die mich problemlos nach oben befördern. Ich werde also gar keinen Ärger haben. Ja, aber da waren jetzt noch mehrere von diesen Eisblöcken. Kann das sein, dass es dann auch mehrere von den Crocs gibt? Ist das der Glassirock? Ja, das ist er doch. Ich glaube, das ist er. Er ist doch nicht 100% da, wo ich gedacht habe, oder? Naja, schon in der Nähe. Auf jeden Fall. Halt! Was ist das? Ja, hahaha. So abgelegen, ne? Natürlich ist auch hier ein Grog. Wir brauchen jetzt nur noch ungefähr 40. Ihr könnt schon mal die Konfetti-Packungen kaufen, Leute. Läuft bei uns. Bald geschafft. So, jetzt kriegt er eine rein. Jetzt habe ich aber kurz ein Problem wegen der Kälte, ne? Oder Moment, Moment, Moment. Das lässt sich verhindern. Die Krogmaske brauche ich während des Kampfes ja nicht. Also switchen wir auf die Anti-Schneefedern. Und ja, ich würde liebend gerne mit einer brennenden Waffe kämpfen, aber es ist nicht. Ich glaube, ich muss mir so ein großes Feuerschwert holen. Außerhalb der Aufnahme. Für die nächste Folge, weil die Lanze zerbricht halt wirklich gleich. Und dann kommen wir nicht mehr weiter hier. Zum Glück gibt es so viele Orte, an denen man ein großes Feuerschwert bekommen kann. Also da brauche ich mir echt keine Gedanken machen.
Oh, schöner Treffer. Nächster schöner Treffer. Kannst dich gleich wieder hinlegen. Und jetzt kriegst du hier noch die gute alte Urbosa zu spüren. Du bist gleich down, Kumpel. Es ist nur noch ein Hit. Und den kriegst du hier mit. Irgendwie schön, wenn der Bauch so dunkel ist und die Arme hell. Sieht gut aus. Was stand da jetzt eingeblendet? Dass ich mich bei dem anderen da melden soll? Oder was? Ja, berichte die Sahne von deinem Erfolg. Ich habe halt jetzt keine Ahnung mehr, wer das ist, deswegen markiere ich mir das einfach mal. Und ja, bevor ich verschwinde, will ich mir jetzt noch den oberen Eisblock angucken. Es gab auf jeden Fall noch einen. Das wird dann vermutlich auch ein Krog sein, oder? Oder dieser Bereich mit dem großen Loch. Ich weiß jetzt nicht, ob der Glassierrock da lag oder nicht. Ach da, das habe ich gemeint. Das ist ein richtig fettes Teil. Aber es ist kein Krog. Bitte? Was? Ja, ein Monster. Wie lame. Aber okay, dann werde ich das wohl akzeptieren müssen. Vielleicht verschieben wir aber auch das Ganze auf die nächste Folge, wo wir uns bei Gisane melden und das Herz und die Feen-Upgrades, weil ich bin halt schon sehr nah an der C da dran. Und irgendwie wäre es dumm, da jetzt wegzugehen. Oh, klar, ich könnte, ne, kein Ding, könnte mir den mobilen Spot errichten zum Teleportieren, aber ja, muss doch nicht sein. Moment mal, verdammt, ich habe doch die Krogmaske gar nicht mehr auf. Siehst du, ich hab mich schon so sehr dran gewöhnt. Dann könnte da drüben aber doch was gewesen sein. Nicht bei dem Monster, aber bei dem kleineren Eisblock. Ach, dann schneid ich's rein. Keinen Bock jetzt. Ich gehe jetzt nicht mehr zurück. Auf keinen Fall gehe ich zurück. Jetzt da hoch und aktiviere den Schrein. Das ist dann sogar ein legaler Spawnpunkt. Aber was muss man da machen? Einfach nur auf den Baum hochklettern oder ihn abhacken? Oh, geil! Die Polarlichter sind ja krass. Epic shit. So, was soll man jetzt hier machen? CF. Ich glaube, ich muss die echt fällen. Die hat ja auch so eine komische Markierung, ne? Aber ich weiß nicht, ich will jetzt keinen Fehler machen. Was steht denn im Tagebuch? Ach so, es war einmal, da saß mein Opa unter einem großen Baum auf einem großen Berg. Plötzlich flog im Nordwesten ein riesiger weißer Vogel vorbei. Als mein Opa den weißen Vogel sah, flog er los. Da sah er, dass der Vogel etwas mit sich trug. Was? Also es ist ein Rätsel, aber ich check's überhaupt nicht. Ein weißer Vogel aus was? Nordwesten? Also diese Richtung. Da flog er los. Ich glaube, wir lösen das im nächsten Part, weil ich habe jetzt auch keine Zeit mehr. Ich hack den Baum aber auch einfach mal testweise ab, weil ich wissen will, ob das was bringt. Aber ich denke nicht. Das wäre ja seltsam. Hä? Warte, das geht nicht mal? Das geht nicht mal? Ah doch. Aber Link hat aus irgendeinem Grund was anderes anvisiert. Es ist so abgehakt, aber es hat nichts gebracht. Kein Schrein. Oh Mann. Was soll das denn? Ich soll losfliegen. Wohin denn?
Ich sehe keinen weißen Vogel. Flog er los. Er sah, dass er was bei sich trug. Da ist was, aber das hat auch nichts damit zu tun, oder? Warte mal. Vielleicht doch. Da vorne ist ein Schrein, aber ich weiß jetzt nicht, ob das einen Zusammenhang hat. Vielleicht ja doch. Ja, stimmt. Der Schrein soll gar nicht da oben spawnen, sondern durch dieses Rätsel, dass der Vater nachgeflogen ist, soll man die Richtung des eigentlichen Schreins finden. Okay, haben wir es ja doch noch hingekriegt. Und in der nächsten Folge schauen wir uns das Ganze dann von innen an. Bis dahin.